Hallo Leute, hier ist der Gusoa. Ich habe ja eine Weile jetzt nichts mehr im CR-Bereich gebracht. Ich habe jetzt mal mein Deck probiert zu ändern. Mal schauen, ob das was wird. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal zum allerersten Mal der Inferno geupgradet. Das machen wir hier. Das geht noch richtig schön fix hier. Level 3, zack, Level 4. Da werden wir nicht mehr genug für haben. Doch, scheiß drauf, machen wir auch. Dann haben wir ihn gleich auf Level 5. Und ich hätte sogar noch genügend, um, also genügend Karten, um den noch eins höher zu setzen. Aber das soll erstmal reichen. Mein Ziel ist auf jeden Fall, ja, ein bisschen von dieser, von diesem Poki-Low richtig runterzukommen oder rauszukommen. Und hoffen wir mal, dass wir da irgendwas gerissen kriegen. Ich habe noch nie mit dem Deck angegriffen. Ich probier's mal. Easygoing auf jeden Fall. Das sollte ganz geschillt laufen hier. Weil ich natürlich jetzt wieder weniger Elixier verbraucht habe als er. Und das sollte auch ganz gut laufen. In ja, ich habe es ein bisschen zu dicht beieinander gesetzt, bestimmt. Weil er hätte sie jetzt wegfeilen können. Aber das hat ganz gut geklappt. Er hat sie. Oh, sehr nice auf jeden Fall. Das läuft doch ganz gut hier. Jetzt hat er erst die Pfeile genutzt. Okay, meine Batterie ist ausreichend geladen. Das ist gut, dass du mir das sagst. Glaube ich dir sogar. Ja, er ist auch nur Level 7, aber trotzdem kann er mir natürlich richtig hart die Eier wegfetzen. Und das wollen wir natürlich nicht. Komm, wir machen mal einen Push. Ich weiß nicht, ob das clever ist. Gucken wir mal. Ja, er pusht auch gerade. Oh, ich würde fast sagen, mein Push ist so hart, dass ich ihn zerstöre. Boah, krasses Pferd, Junge. Krasses Pferd. Ich will trotzdem kein Risk eingehen. Und sag mir, gut, okay, komm, dann lieber da noch mal ein bisschen nacharbeiten. Inferno setze ich mal gerade. Und dann denke ich mal, sollte das ganz gechillt hier laufen. Der Ritter ist away. Und jetzt gucken, wer angreift. Weil ich habe definitiv die Nase vorn. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Kobold Barrel. Wenn er jetzt was droppen sollte, wird das da weggemacht. Ich lasse ihn mal kommen. Ich habe da noch nie ein Inferno in der Weite gedroppt. Ich habe so viel Elixier. Was ist das für ein krasses Deck, ey? Denke mal, wenn er jetzt. Ich habe mir ganz, 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 ganz viele komische Sachen erlaubt, aber selbst. Also ist natürlich ein Vorteil für mich, wenn ich sehe, okay, ich krieg's selbst, wenn ich es total fail gemacht habe, hin. Das ist natürlich für mich wirklich sehr gut. Also das heißt, den Gusua-Test hat das Deck erstmal bestanden. Gleich weiter, logischerweise gleich weiter an Fight. Wir haben eine Thronkrone erhalten, die öffnen wir natürlich jede Menge Gold drinne. Das ist nice. Barbaren auch gut. Und die Rakete gleich nochmal, weil wir wollen natürlich nach oben, also ein bisschen. Oh, Level 6. Ganz ehrlich, vor einem Level 6er habe ich Angst. Ihr könnt natürlich sagen, was ihr möchtet, aber der ist nicht umsonst. Da ich jetzt so weit unten bin, kann ich nicht mal mehr sagen, so weit oben. Aber ihr wisst, was ich meine. So, er hat die Hexe. Ich gehe davon aus, dass er keine Pfeile hat. Und das läuft doch schon mal ganz gut.
krass, dass der Inferno so, dann wird der, ich hab's nicht gerade gesehen, in der Wiederholung muss ich es mir nochmal anschauen. Der Inferno wird bestimmt auf die Skelette der Hexe gegangen sein und nicht auf den Riesen, weil der Riese wäre sonst meiner Meinung nach down gegangen. So, jetzt muss ich natürlich nachbessern. Ich warte. Ist jetzt mal ein Inferno. Passt. Jetzt setze ich den Sammler dort, weil wenn er wieder den Feuerball setzt, dann trifft er nicht den Elixiersammler. Ich hoffe, meine Barbaren reißen da was raus für mich. Ja, das passt. Jetzt kümmere dich bitte um die Hexe. Oder kümmert euch bitte um die Hexe. Ich habe noch eine Minute. Deswegen nehme ich nochmal einen Elixiersammler. Jetzt eskalieren wir hier einfach mal knallhart. Der ist down. Und jetzt natürlich mein Ziel definitiv der andere Tower. Sehr gut. Das wird eine richtig close Sache, würde ich sagen. Alter, ja, okay. Da hat er dann leider die... Ja, gegen einen Sechser. Ich muss mich schämen. Aber wie gesagt, ey, ich war nie der Gute in Clash Royale und fertig. Ist so. Okay, er scheint inaktiv zu sein. Der will bestimmt einen Pokis runter oder sowas. Okay. Yeah, flawless fight, juhu. Ja, okay, der war natürlich definitiv geschenkt. Weiter. Aber wir haben Kronen bekommen, immerhin. Nice. Baller Swag, Mad Bro. Okay. Oder er meint Ballers weg. Könnte auch sein. Jetzt gucken wir mal, wie der Inferno läuft hier. Ja, ich hätte auch selber... Ah, scheiße, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob er schon Pfeile gezogen hat. Das ist Mist. Das ist eine Situation, die darf mir nicht passieren. Da sind die Pfeile.
Na, nun komm, knall endlich los hier den Knall. Ja, mit der Valkyra ist er auch gut gewesen, hat er gut gedefft. Noch kann mein Inferno ein bisschen was. Ich werde den nächsten Sammler nicht setzen, weil er halt den Feuerball hat und mich da zu sehr zerstören kann. Aber ich werde ein Inferno hier bringen. Oh, komm bitte, was ist mit dem Inferno bitte? Warum? Echt jetzt, warum? Ist es euer Ernst? Warum wurde der Inferno nicht gedroppt? Ja, die Gefahr besteht, klar. Die besteht definitiv, die ist auch unausweichlich, wenn man die Truppen da so weit hinten droppt. Diesmal nicht mit mir. Tower down. Den Tower wird er eh kassieren, von daher setze ich den Sammler da einfach nochmal hin. Nice try auf jeden Fall. Inferno Tower da rein. Passt, ist okay. Zweiter Elixiersammler. Gucken wir mal, da können wir relativ gut kontern, denke ich. So, jetzt geht's um die Wolle. Ich sehe mich ein bisschen im Vorteil. Ich mache jetzt einfach mal Eskalation pur. Mal gucken, ob es was bringt. Er ist jetzt von ihm meiner Meinung nach nicht so clever gewesen, dann Hock zu droppen. Kampf vorbei. Na, so ist das. Aber so gar nicht mal so verkehrt. Also... gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Naja, mal schauen. Ich probiere mich mit dem Deck wirklich mal aus, dass da hoffentlich was geht. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Das war's von mir. Ihr haut rein. Ciao, ciao.